Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Forza Horizon 3 Video. Ich habe vor kurzem das Video gemacht zum Thema Porsche Lizenz im Videospielen, dass da der Exklusivvertrag zwischen EA, also dem Publisher EA und Porsche ausgelaufen ist, wodurch nun Porsche auch vermehrt in anderen Videospielen, anderen Rennspielen vorkommen wird. Den Anfang hat jetzt Assetto Corsa gemacht und jetzt wurde bekannt, dass Microsoft eine Kooperation mit Porsche für 6 Jahre eingegangen ist. Das heißt, die nächsten 6 Jahre erwarten uns Porsche Fahrzeuge in den Forza Rennspielen, sowohl Motorsport als natürlich auch Horizon oder neue Serien, sollte da mal was kommen. Das heißt, das diesjährige erscheinende Forza Motorsport 7 wird definitiv Porsche von Grund auf an Bord haben, ohne dass man da extra Geld einwerfen muss, was ich persönlich ziemlich cool finde. Um diese Partnerschaft zu feiern, hat nun Microsoft ein Porsche Carpack für Forza Horizon 3 rausgegeben. Und ich dachte mir, es ist eine gute Idee, euch das Porsche Carpack vorzustellen in einem kleinen Video. Ich möchte jetzt keine große Review draus herum machen, ich möchte die Fahrzeuge kurz und knapp vorstellen, keine langen Gameplay-Szenen und so weiter einblenden. Ich werde eigene Gameplay-Videos hochladen pro Fahrzeug, die verlinke ich euch in der Beschreibung bzw. in der Infobox rechts oben. Könnt ihr einfach draufklicken. Dann würde ich sagen, fangen wir auch an. Das Porsche Carpack beinhaltet 7 Fahrzeuge für 6,99 €, das heißt ein komplettes Carpack. Das Ganze ist nicht Teil des Carpacks, sondern man muss hier wirklich das selbst kaufen, nochmal extra, was leider ein bisschen schade ist, weil wäre cool gewesen, als, dass man es hinzufügt noch. Was ich gut finde, ist, es ist nicht die zweite Expansion für Horizon 3, das soll ja noch eine zweite große kommen, nach Blizzard Mountain. Da ist noch nichts bekannt dazu, auf jeden Fall schauen wir mal, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall, das Porsche Carpack, wie gesagt, 7 Fahrzeuge enthält es und kostet eben 7 €. Ich möchte die Fahrzeuge kurz im Detail vorstellen, damit ihr wisst, welche Fahrzeuge drin sind. Kurz ein paar Screenshots von den Fahrzeugen zeigen, wie es Gameplay gibt es im eigenen Video. Dann beginnen wir auch gleich mit dem ersten Fahrzeug. Das ist der 2016er Porsche 911 GT3 RS. Und wie der Name schon sagt, ist das eigentlich im Endeffekt ein Fahrzeug, das für die Rennstrecke ausgelegt ist. Also das Ding hat wirklich über 500 PS, ist aerodynamisch ohne Ende, hat einen fetten Spoiler hinten drauf, ist richtig böse, klingt gut, geht gut. Ich blende euch auch die Fahrzeugdaten ein im Hintergrund, die im Spiel stehen. Das heißt, welche Werte die einzelnen Balken haben im Spiel, welche Klasse im Spiel eingeteilt ist und natürlich die Leistungsdaten auch, die im Spiel drinnen sind, damit ihr da ein paar Details auch habt. Auf jeden Fall finde ich, es sieht ja echt geil aus, er fährt sich echt gut, ist für mich ein Grund gewesen, warum ich mir das Pack überhaupt gekauft habe, denn wie gesagt, 7 € für 7 Fahrzeuge ist dann schon eigentlich viel Geld auch. Ich persönlich auf jeden Fall finde den GT3 RS echt geil, fährt sich, finde ich, super gut, macht richtig Spaß mit dem Ding zu fahren, klingt auch böse, macht einfach viel Spaß, wie ich finde, und meiner Meinung nach einer der coolsten Porsche, die es aktuell gibt. Abgesehen vom 918 Spider, aber ja, da kommen wir nachher noch dazu. Das zweite Fahrzeug in der Liste ist der Porsche Cayman GT4. Und der GT4 ist auch hier nochmal die höchste Klasse, die es beim Cayman gibt. Sozusagen der kleine Bruder vom 911er. Und ich finde ihn ziemlich cool. Ist eher so ein kleinerer Porsche, also der, aber trotzdem nicht so wenig Leistung. Also ich glaube 380 PS rundherum hat der. Also auch eigentlich ganz gut. Hat einen fetten Spoiler hinten drauf, dass eben nochmal das GT4 sozusagen unterstreichen soll. Beim Cayman gibt es ja auch mehrere Versionen. Und das ist eben sozusagen die Over-the-Top-Version. Und finde ich ziemlich cool auf jeden Fall. Der ist auch einer der Gründe, warum ich das Porsche Pack cool finde, beziehungsweise warum ich mir das Porsche Pack überhaupt geholt habe. Der dritte in der Runde ist der aktuelle Porsche Panamera Turbo, der 2017er Porsche Panamera Turbo, und das ist ja so gesehen die Familienvariante von Porsche, könnte man sagen, denn wie wir wissen, Porsche sind meistens eher so Zweisitzer und mit zwei Türen und eher so für Rennstrecken und für Schnellfahren ausgelegt, und der Panamera Turbo sticht da ein bisschen raus, weil er ist abgesehen von den SUVs wie Cayenne oder Macan eher so der größere von den ganzen mit eben 4 Türen, was eben ungewöhnlich ist, sage ich mal, für Porsche. Auf jeden Fall, das Ding hat über 550 PS, das heißt, das ist jetzt kein langsames Auto deswegen, aber er ist relativ groß, schaut aber trotzdem, finde ich, gut aus. Also ich finde gerade der 2017 schaut besser aus als der Vorgänger, der ist ja nochmal überarbeitet worden, das hinten gefällt mir besser, vorne gefällt mir ein bisschen besser. Das Einzige, was mir persönlich nicht so gefällt, ist der Spoiler, weil der fährt aus und breitet sich dann so nach links und rechts aus, das sieht irgendwie am Anfang ziemlich seltsam aus. Auf jeden Fall trotzdem, für mich, finde ich, ein schönes Auto, also echt würde ich den gerne mal fahren, genauso wie jeden anderen eigentlich auch von dem Porsche. Das vierte Fahrzeug im Bunde ist der 1973 Porsche 911 Carrera RS, und der ist doch einer der älteren 911er Modelle, der hat noch diese komplett charakteristischen runden Lichter vorne, die herausstechen links und rechts von der Motorhaube. Ich finde ihn eigentlich relativ cool, auch wenn ich nicht so der Fan bin von älteren Fahrzeugen bzw. eben so Oldtimern, aber den finde ich eigentlich ziemlich cool, der hat so irgendwie diesen 911er Charme einfach und finde ich, sieht richtig geil aus. Für das Ding gibt es auch eine Art Bodykit, allerdings verändert der jetzt nicht wirklich viel, der macht, glaube ich, nur so Art Rally-Style, könnte man sagen, draußen ein bisschen, also nicht jetzt so toll, wie ich finde, aber in der Standardausführung, finde ich, sieht der echt geil aus. Apropos
Bodykit. Der einzige Monat, der ein Bodykit hat, ist der 1995er Porsche 911 GT2. Der hat ein RWB Bodykit bekommen, das heißt, das kann man sich drauf tun, wenn man möchte. Da findet ihr auch ein paar Screenshots im Hintergrund. Und das ist auch einer von denjenigen, der mir ganz gut gefällt. Das ist so eine Mischung aus eben dem alten 911er und dem neuen 911er, also so quasi zwischendrin. Der schaut auch genauso aus, finde ich, wie man sich so ein Zwischenmodell vorstellt. Und das Ding ist aber richtig böse und richtig breit. Also der hat ja diese fetten Kotflügel vorne und hinten, die so ein bisschen an das aktuelle Liberty Walk und so erinnert, einen fetten breiten Spoiler hinten drauf. Also richtig böse sieht das Ding aus. Gefällt mir echt mega gut. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Fahrzeugen, zum vorletzten. Das ist der 1955er Porsche 550 R Spider. Das ist ein relativ altes Modell von Porsche. Der hat auch, der schaut auch komplett anders aus, sag ich mal, als man sich jetzt die aktuellen Porsche vorstellt. Das ganze Ding ist doch, wie gesagt, schon ein bisschen älter. Dadurch relativ flach, ein Cabrio, eben Spider, wie der Name schon sagt. Da gab es die Windschutzscheiben noch, die nur so halb hoch waren. Das heißt, wenn man zu groß war, hat man natürlich da entsprechend Sachen ins Gesicht bekommen. Da sollte man einen Helm tragen dafür, glaube ich. Auf jeden Fall das Ding, ich finde es eigentlich interessant, wie sich das entwickelt hat. Ich meine, schaut richtig seltsam aus irgendwie, so im Vergleich mit aktuellen Autos, weil eben viel fehlt. Also gerade überhaupt kein Dach, gar nichts. Gibt es da keine Stützen, gar nichts. Wenn es einen damit umschmeißt, ist man gleich wahrscheinlich tot. Aber das war einfach damals so. Und ich finde, irgendwie hat das ein bisschen Charme, auch wenn ich eben nicht so der Fan von älteren Fahrzeugen bin. Aber irgendwas hat er. Der klingt im Spiel, finde ich, echt böse. Und ich meine, wenn man bedenkt, das Ding hat gerade mal ein bisschen mehr als 100 PS. Das ist ja im Vergleich zu heute eigentlich relativ wenig. Aber damals war das halt schon relativ viel. Ich finde es auch lustig zu sehen, das Ding ist gerade ein bisschen höher als die Reifen. Also ist echt cool irgendwie zum Anschauen, wie sich das entwickelt hat. Das zweite gilt dann auch für den 1960er Porsche 718 RS60. Der ist auch das, ja, könnte man sagen, weiterentwickelte Version von dem Vorgänger. Wie es genau ist, von der geschichtlichen Ding her, kann ich euch jetzt nicht genau sagen, aber für mich wirkt so, als wäre das einfach die weiterentwickelte Version. Der ist ein bisschen höher, der hat eine vollständige Windschutzscheibe an und auch schon, hat auch irgendwie das Innenleben, sieht auch, finde ich, echt, hat echt Charme irgendwie. Also das ist so, in der heutigen Zeit, wenn man einsteigt, ist alles irgendwie so plastisch und so. Und damals hat das dann doch irgendwie noch ein bisschen mehr Style gehabt, finde ich. Also auch wenn ich, wie gesagt, nicht so der Fan davon bin, aber irgendwie finde ich das schon cool. Was ein bisschen seltsam ist bei dem Auto, finde ich, der Auspuff, die Auspuffanlage, die steht hinten so fett, so weit eigentlich raus aus dem Auto, aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr böse, das Ding. Also die Sounds sind, finde ich, sehr gut umgesetzt von den ganzen Fahrzeugen. Ja, dann sind wir auch schon durch mit den 7 Fahrzeugen, die es von diesem Carpack gibt. Allerdings, beziehungsweise eigentlich nicht ganz. Es gibt nämlich spezielle Forzaton-Events. Forzaton-Events sind ja diese, sag ich mal, Community-Challenges, die man machen kann, um Sachen zu gewinnen zum Beispiel. Und das ist so, dass es insgesamt 4 Stück gibt dieses Monat, wo ihr Porsche-Modelle gewinnen könnt. Und das Coole daran ist, ihr braucht dazu das Porsche Carpack gar nicht besitzen. Ihr könnt diese Fahrzeuge so gewinnen. Wenn euch die Grafik ein im Hintergrund, da gibt es zum Beispiel einen Porsche 911 GT3 RS 4.0, den habe ich zum Beispiel schon gewonnen, das ist nämlich, läuft das Event aktuell. Ich hoffe, ich schaffe das Video rechtzeitig hochzuladen. Ansonsten könnt ihr andere Fahrzeuge gewinnen, zum Beispiel am 18. April könnt ihr den 918 Spider gewinnen, der meiner Meinung nach eines der coolsten Fahrzeuge ist, der coolste Porsche, den es aktuell gibt. Erstmal war ich ein bisschen geschockt, der ist nicht drin im Carpack, das macht keinen Sinn. Ich meine, das ist gerade der, gehört da rein, meiner Meinung nach. Aber man kann ihn gewinnen und wie gesagt, das können alle gewinnen. Ihr braucht das Carpack dazu nicht. Und das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache von Microsoft, dass sie das so machen. So, ich dachte mir nun, ich mache ein kleines Fazit noch zu dem ganzen Pack, denn wie gesagt, das Ganze ist eben, kostet doch ein bisschen Geld und muss man sich immer überlegen, kauft man es nicht, zahlt sich es aus, zahlt sich es nicht aus. Müsst ihr natürlich im Endeffekt selbst abwägen, ob sich das für euch auszahlt. Ich persönlich sage, ja, es ist okay. Man hätte natürlich ein bisschen mehr reinpacken können. Ich meine, wenn ich bedenke, die sonstigen Porsche Packs waren irgendwie 20 Autos oder so und es fehlen mir einfach ein paar. Also eben dann noch 18 Spider, gut, den kann man so gewinnen, ist okay. Aber es fehlen zum Beispiel, gerade jetzt, wenn wir Blizzard Mountain anschauen, wo sind die SUVs, wieso ist kein Cayenne drin, warum ist kein Macan drin? Es fehlen einfach ein paar Porsche, finde ich, ein paar charakteristische Porsche, die es so gibt, fehlen einfach irgendwie in dem Pack. Und das ist ein bisschen schade, man hätte da schon größere Erweiterungen machen können. Ich weiß, klar, die hätten wieder 20 Euro gekostet, hätten wieder alle gemeckert. Aber ja, man hätte da schon ein bisschen was machen können. Aber gut, auf jeden Fall in den nächsten Forza-Teilen wird es auf jeden Fall drin sein. Da freue ich mich riesig drüber, dass da endlich die Porsche auch von Grund auf in den Forza-Teilen drin sein werden und das finde ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall die Forzaton-Events ab, wenn ihr da Porsche gewinnen wollt. Wenn ihr Fan von Porsche seid, dann könnt ihr euch überlegen, das Ding zu kaufen, müsst aber nicht. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt geholt, habe es jetzt nicht unbedingt bereut, ehrlich gesagt. Klar, es sind 7 Euro schon, sind schon relativ teuer für 7 Fahrzeuge, aber es ist okay irgendwo. Man hätte es natürlich in den Carpass reinnehmen können, aber das ist halt leider die Strategie von Microsoft. Ich finde die Fahrzeuge auf jeden Fall alle ziemlich cool, auch wenn ich jetzt nur 5 von 7 wirklich fahren werde im Spiel, aber die sind auf jeden Fall gut umgesetzt. Natürlich, wie immer, sieht das Ganze grandios grafisch aus, gerade am PC auch. Es ist ein Wahnsinn.
anderen. Die Screenshots übrigens, die ich alle im Hintergrund einblende, habe ich selbst gemacht. Die habe ich euch in ein Google-Fotoalbum hochgeladen. Könnt ihr dort anschauen, in voller Qualität und so weiter. Gibt es auch noch viel mehr als die. Könnt ihr euch gerne anschauen. Dann war es das eigentlich soweit mit dem Video. Wie gesagt, schaut euch die Forza Tone Events auf jeden Fall an. Schaut auch die Gameplay-Videos an zu den einzelnen Fahrzeugen. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr sehen. Dann könnt ihr euch die Sounds anhören, das ganze Fahrzeug in Action sehen ein bisschen. Ja, ich hoffe, es hat es euch soweit gefallen. Wie gesagt, ein bisschen andere Art und Weise, wie ich so ein Video aufziehe. Vielleicht mache ich das mal mit anderen Spielen auch. Mal schauen. Gerne auch eure Meinung in die Kommentare. Eure Meinung auch zum Porsche Carbag in die Kommentare. Können wir gerne drüber reden, was ihr davon haltet. Ob ihr es zu teuer findet, ob ihr es okay findet, ob ihr es euch holt, ob ihr es euch nicht holt. Oder ob ihr generell sagt, nee, interessiert mich alles nicht. Porsche kannst du halten. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Diskutieren wir gerne drüber. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schöne Ostern, weil das Ganze kommt jetzt vor Ostern raus. Das Video. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Ciao.